Ach komm, dann. Ja, es wäre wirklich cool, wenn das jetzt so ein wirklich sich als Feiertag einbettet, der 21. Dezember. Der Mai-Feiertag. Was? Geh dann! Verschwind! Husch, husch! Geh weg da! Na bitte. Wave 23. Jetzt knallt's! Ah, 24 ist schon. So, jetzt knallt's, oder? Du Knallkopf! Ja. Hoffentlich bekommen wir tolle Sachen zu Weihnachten. Verdammt, ich habe keinen Wunschzettel. Ich habe einen geschrieben, aber ich habe ihm niemanden gezeigt, weil er zu peinlich war. Ganz gescheit. Doch, ich habe ihn euch gezeigt. In Part 7 oder Part 6, ich weiß nicht, am Schluss von Part 6, glaube ich, von I Wanna Be The Guy, habe ich den ja hergezeigt, euch Zuschauern. Ich hoffe, ihr habt die Geschenke gekauft. Oder vielleicht weiß ich, ich glaube, es war in Part 6, wenn nicht in Part 7. Ich glaube, nein, ich weiß. Ich will jetzt nichts versprechen, es war ein paar Zettel. Aber egal. Du bist ein toller Protagonist. Danke. Geht der auch mal in den Turm rein oder hat er das schon aufgegeben? Ja, der geht nicht in den Turm. Ja, wieso nicht? Ja, weil die Kampagne schon im Turm spielt. Ja, er rennt da sinnlos draußen herum, was bringt das? Das bringt genauso viel wie der Zombie-Modus in Schwarzes Obst 2. Mensch. Ja, das ist wirklich ein Debakel. Es ist wirklich ein Debakel mit den heutigen Spielen. So kann das nicht kein Sinn mehr dahinter, einfach nur blödes Herumgeballere. Ja, eh. Das ist echt nicht mehr lustig. Ja. Früher haben die Spiele so viel mehr Sinn gemacht. Ich meine, man hat ja, Pac-Man zum Beispiel. Ich meine, das war überhaupt das tiefgründigste, ja, Spiel eigentlich. Oder Duck Hunt. Man schießt Enten aus der Luft und ein Hund lacht dich aus. Ja, das macht noch Sinn, aber das. Was schießt? Cybugs schießt du ab und ich lach dich aus. Das gibt keinen Sinn. Wave 32. Ich glaube, so kommt irgendwann auch die Queen da in dem Solarium-Modus. Nie. Wieso erwische ich das nicht? Weil du mich tassen kannst. Hey, für was steht ich jetzt? Tass. Für Tool Assisted Speedrun oder für die Abridged Series? Für was immer du willst. Okay. Kannst auch für. Überleg dir was. Kannst auch für. Töfte. Angeberische Schurken stehen. Töfte angeberische Schurken. Ja, wer ist ein angeberischer Schurken? Weiß nicht, Schurken geben nicht an. Oder? Nee. Ja, der trifft mich dann, obwohl er schon längst tot ist. Das ist auch so mit den Sternen im Weltraum. Die sind schon längst kaputt, aber das Licht hat uns erst jetzt erreicht. Darum sehen wir die doch. Wir sehen also in die Vergangenheit sozusagen. Super. Kriegst du überhaupt noch? Wie lange geht das? Ja, bis ich sterbe. Was glaubst du, heißt Survival-Modus? Survival? Weiß nicht. Was heißt das? Achso, überleben. Ha? Ja. Okay. Protagonist! So, du machst das jetzt sehr gut. Also, ich hab kaum jemanden gesehen, der wirklich so engagiert ein Videospiel gespielt, wie du das jetzt machst. Also, das ist produktiv, das ist rational, also wirklich. Ich bin wirklich positiv überrascht von dir. Ja, danke. Bitte. Das ist sehr nett. Für die nächste Runde kommt wieder einer, der ist so weit rechts, dass du mich treffen kannst. Wieso glaubst du? Das ist immer nach dir, oder? Das loopt dir die ganze Zeit. Wirklich? Ja, aber du machst ja ständig andere Sachen. Nein. Ich müsste damit zeigen, dass ich jetzt ungefähr 10 Minuten denselben Dreck mache. Immer, ja, schaut schon sich wieder daher. Na sicher. Kein Fortschritt. Da geht auf die Brücke, schießt die zwei ab, die da fliegen. Das ist immer dasselbe.
Schon da steht jetzt wieder der ganz rechts. Nicht triffst, ups, Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Hätten Sie vielleicht etwas dagegen? Alle getroffen. Wenn ich mir Ihr Fahrrad ausleihe. Nein, nimmst du. Okay. Tschüss. Tschüssikowski, Blaschnikowski. Ja, nein, wir sind doch nicht am Ende, oder? Schau, aber jetzt kommt der auf der Seite. Ah, das sollte ich so nicht machen. Wow, wie schnell die sind. Die da. Ja. Schau da, wo sie hingehen. Der kraxelt da jetzt auf die Seite, jetzt triffst du wieder. Ja. Schau, das geht eh nicht, das ändert sich eh nicht. Schau, jetzt greift die Brücke. Wenn jetzt wieder die zwei Blauen da sind, dann... Dann ist das ein Zeichen, dass sie nicht mal die Gegner ändern. Und dann ist das echt nicht mehr lustig. Ich bin schon gescheiter. Das hat ich habe jetzt gleich die Waffe das genommen. Ich bin intelligenter geworden. Jetzt lass dich Meier machen, damit das ein Ende hat. Niemals. Na sicher, du kannst es nicht ewig so machen. Nein. Ich meine doch. Nein. Komm, du wirst es eh schon auf zwei Parts separieren, weil du das so lang brauchst. Nenn mit dem Part dann sinnloses Überleben. Okay. Toller Name. Ja. Der ist auf jeden Fall sehr sinnig, der Name. Sinnloses Überleben. Also das Leben dieses Protagonists hat wirklich keinen Sinn. Was ist der Sinn des Lebens? Ja, das musst du berechnen. Was? Aber das Leben ist auf jeden Fall sehr rational. Also ich finde das wirklich sehr... Ich finde das sehr konkret von Gott. Das, das ist wirklich sehr konkret. Ja. Konkret. Und ich hoffe, ich habe keinen andauernden Ton-Stimmwechselung, weil mein Mikrofon rutscht runter, ich tue sie darauf, es rutscht, ich tue es auf, die ganze Zeit schon. Das ist wirklich nicht mehr lustig. Also. Komm, ich weiß, schau, wir wissen sowieso nicht, was wir noch zu tun haben. Schau, ja, ich weiß auch nicht, es ist schon Welle 51, es tut sich überhaupt nichts in dem Spiel. Ich will wenigstens wissen, was die Achievements sind, damit ich weiß, was das zum schau, Beispiel das bei erreiche, bei den Welle ersten, irgendwas, aber... Bei den ersten drei Runden hast du noch Achievements gekriegt, bei den ersten 30, aber jetzt kriegst du keine mehr. Jetzt hat es auch keinen Sinn mehr. Verstehst du das? Ich weiß. Heutzutage im Spiel geht es nur noch um Achievements. Blödsinnige Spiele heutzutage. Das erste Mal, wie ich so von Achievements gehört habe, da habe ich mir gedacht, das wird so cool wie die Style-Punkte aus Spyro und Ratchet and Clank. Aber? Aber irgendwie ist es jetzt nur Blödsinn. Bei Spyro hieß die Könner-Punkte. Ich weiß. Wie schnell der ist! Schau, jetzt kommt wieder der auf der Seite. Ja, den lasse ich da nicht mehr. Schau, es lägt sowieso nur noch. Schau. Das ist Blödsinn. Die Maya sollen kommen, diese Welt ein für alle Mal zur Rechenschaft ziehen. Das ist wirklich Maya. Maya. Mei. 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 Maya löscht es. So. Ja, wenn dir nichts einfällt, dann muss man halt zu den alten Waffen greifen. Wenn du verstehst, was ich zu meinen versuche. Schau, die schießen aber auch immer mehr, die werden immer dann verstehen aggressiver. Du bist aggressiver, wenn ich mit dir fertig bin. Boah, das die treffen aggressiv. Mich jetzt sogar. Das ist der erste, wenn ich mit dir fertig bin, Joke, der Sinn ergibt hier in der PLP Show. Mehr oder weniger. Komm! Ah. Wieso bist du nicht aggressiv, wenn ich mit dir fertig bin? Nein. Also, ja, es gibt manche Menschen, die bleiben immer ruhig. Ich ärgerlich auch, ich werde nicht so oft aggressiv. Hust, Hust, Plaster, Master. Ja. Ja. Okay. Permagirt, Girls, Perms, Verwirrtes. Geh bitte. Ich meine. Wie lange soll das hier noch weitergehen? Ja, das. Rubber, rubber, Teleschnecke. wir sind wirklich schon am Ende unserer Es ist wirklich nicht mehr lustig. Es ist nicht mehr lustig.
Jetzt hoffe ich bald, dass das Fegefeuer kommt und die Maya erscheinen.